Staaten sind das neue Öl, so heißt es ja immer. Wie steht ihr eigentlich zu dieser Aussage? Wie gewinnt ihr aus der zunehmenden Datenflut nutzbare Informationen für euer Business? Ich versuche mal so zu antworten. Öl muss man ja erstmal gewinnen und bedeutet auch verarbeiten können. Und jetzt ist es natürlich so, dass man im Rahmen der Versicherung natürlich behauptet, die Versicherungen sammeln sowieso schon Daten ohne Ende und sind die Datenkraken in dieser Gesellschaft. De facto ist es aber so, dass wir momentan uns auf dem Weg befinden, aus Big Data Smart Data zu machen, also tatsächlich auch nutzbare Daten. Und das fängt damit an, dass man erstmal Informationen auch verknüpft mit Aktionen. Und da gibt es ja natürlich auch noch ein paar Regeln, die man befolgen muss. Das bedeutet das Thema Datenschutz und auch, wann darf ich eigentlich was? Werbeauskunft, Werbeeinwilligung, die unter Umständen bestehen muss. Dann gibt es das Thema der Datenknappheit, Datenschutzrichtlinien und alles drum und dran. Also ein weites Spielfeld. Ich würde natürlich unterstreichen die Aussage, dass das Thema Verwendung von Daten extrem wichtig ist. Aber erst dann, wenn ich begriffen habe, wie ich aus großer Datenmenge auch tatsächlich eine smarte Datenmenge, die mir auch Anlässe gibt. Das ist etwas, auf den Weg haben wir uns oder machen wir uns gerade. Und das auch schon, also gerade ist jetzt schon etwas länger. Aber wir kriegen natürlich viel mit als Versicherungsunternehmen. Wir bekommen mit, wenn jemand umzieht. Wir bekommen mit, wenn Nachwuchs ich sag mal, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, aber du weißt, was ich meine, wenn es zu Nachwuchs kam und das freudige Event da war, gleichzeitig bekommen wir aber auch viele andere Auslöser mit und daraus dann resultierend neue Beratungsaufträge zu generieren und auch mit dem Kunden zu sprechen, das ist ein Weg, den wir jetzt Schritt für Schritt erarbeiten und verknüpfen. Da gehört eine Menge Gehirnschmalz dazu, da gehört aber auch ein Verständnis, wo man diese Informationen bekommt. Und das ist gerade aktuell, ich würde mal so sagen, eins der größten Projekte bei der Bayerischen. Also wie mache ich aus Big Data Smart Data? Daten sind das neue Öl, trifft es an sich ganz gut, da Daten immer mehr zu einem Rohstoff werden, den man noch verwandeln muss. Das ist ja ähnlich wie Öl. Ich kann ja Öl jetzt auch nicht unbedingt in mein Auto reinfüllen. Dann passiert nicht viel. Ich muss also noch irgendwas damit machen. Die grundsätzliche Frage damit ist eher nicht, was mache ich genau mit den Daten, sondern wo bekomme ich sie her, um dann damit zu entscheiden, was tue ich als nächstes. Wenn wir hier mal den Bereich Social Media nehmen, dann haben wir hier die Möglichkeit, sehr, sehr viele Daten, die ein potenzieller Interessent dort hinterlegt, für uns nutzbar zu machen. Das hat aber zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die soziale Dimension, also das, was er quasi gar nicht sagen möchte, aber durch die Blume halt tut. Das sieht man anhand von seinen Bildern, von seinem Status, von dem, was er so kommentiert, was er liked. Das bekomme ich aber natürlich nur mit, wenn ich dem auch folge, also sprich, wenn ich das überhaupt wahrnehme, diese Daten aufnehmen kann. Die sind aber sehr, sehr spannend, weil eben nicht jeder die hat, sondern die kann man auch nicht unbedingt mit irgendwelchen Programmen sammeln, sondern das ist eben etwas, das ich zwischenmenschlich wahrnehmen kann. Und dieser Kanal über diese sozialen Medien ermöglicht mir das überhaupt. Das zu raffinieren, so nenne ich das mal, und das für sich nutzbar zu machen, ist natürlich dann die Herausforderung, die damit einhergeht. Aber wer diese Kunst ein Stück weit beherrscht, kann daraus unheimlich Potenzial schöpfen. Greift direkt auch ins Maklerverwaltungsprogramm über, wenn man mal bei Finanzdienstleistern bleibt. Wenn ich es schaffe, dort solche Informationen zu meinen Kunden auch zu sammeln, so soziale Interaktionspunkte, dann habe ich natürlich hier Ansprechpunkte für Produkte, für Cross-Selling oder für andere Themen, die jemand anderes so vielleicht nicht hat. Und bin genau zum richtigen Zeitpunkt da, wenn der Kunde sagt, Mensch, jetzt ist es ja Wahnsinn, dass du anrufst, woher wusstest du das? Ja, das sind also so die Auswirkungen, die das hat, wenn man das kann. Die anderen Daten, das sind diese Metadaten, also wo treibt sich mein Kunde überhaupt rum? Was macht der so, wenn der nicht gerade damit beschäftigt ist, mich anzuhimmeln, sondern wenn der eher so mit seinem Leben beschäftigt ist? Wo treibt der sich rum? Was macht der? Wie klickt der? Wofür interessiert er sich? Welche Sachen kauft er noch neben mir? Welche Interessen an Marken hat er und so weiter? Das kann ich alles sammeln, automatisiert auch sammeln, und das wird mir dann zugeleitet. Man muss dazu aber sagen, dass das immer mehr in den Fokus auch gerät, eben im Bereich Datenschutz. Das greift da nämlich massiv mit rein. Das heißt, immer dann, wenn es darum geht, dass ich Daten vom Kunden abfischen kann, muss ich mich damit auseinandersetzen, sind das nicht eigentlich schützenswerte Daten, die ich gar nicht haben darf? Und wenn ich das nicht für mich abgewogen habe, habe ich ein Problem an dieser Stelle. Das heißt, das schwingt hier immer mit. Das ist auch wirklich relevant.
Aber wenn ich diese Daten habe und auch haben darf, also die Einwilligung des Kunden da ist, dann schaffe ich es mir, daraus einen Zwilling zu bauen. Das heißt, ich kann meinen Kunden anschauen in seiner Bewegung online, aber auch durchaus offline, ne? Stichwort Payback-Punkte sammeln oder das Shell-Bonusprogramm oder wie auch immer. Das heißt, ich weiß, was der tut und kann daraus Rückschlüsse ziehen, zum einen mal auf Menschen, die sind wie er oder sie. Und das hilft mir natürlich dabei, Werbekampagnen zum Beispiel zu gestalten oder auch Produktentwicklung zu betreiben. Einerseits. Aber auf der anderen Seite habe ich auch die Möglichkeit zu antizipieren, was wird der als nächstes tun? Das bedeutet, ich kann quasi vor der Konkurrenz schon da sein, weil ich weiß, was der als nächstes machen wird. Und diesen Datenzwilling mit dieser Zukunfts, ich sag mal, Spekulation, die durchaus ihre Fundamente hat, zu verbinden, das ist auch eine Hauptaufgabe eigentlich von Amazon, Facebook und so weiter, denn die möchten genau das ja können, die möchten sozusagen an diesem Punkt schon stehen. Wie nutze ich das jetzt als kleiner Finanzdienstleister oder auch als Versicherungsgesellschaft für mich? Naja, indem ich mal anfange, diese beiden Kanäle, Social Media, aber auch diese Metadaten zusammenzuführen, logisch zu Schlussfolgerungen, ein paar psychologische Grundprinzipien noch mit ranzulegen und zack, so kann ich auch als kleiner Finanzdienstleister tatsächlich sinnvolle Werbung auch schalten, wenn das mein Ziel ist. Oder eben meinen Kunden besser verstehen, wenn das mein Ziel ist. Oder eben mir überlegen, welchen Zielkunden möchte ich denn in Zukunft eigentlich haben. Und das ist letztendlich die Wirkung. Und ja, damit löst das Öl auch ein Stück weit ab, auch wenn jetzt mit Daten an sich mein Auto noch nicht läuft. Aber wer weiß, vielleicht ja irgendwann doch.